ist bei uns Tobias Auinger von der SPD. Er ist Spitzenkandidat im Landtag im Stimmkreis Günzburg und ich würde sagen, Sie stellen sich jetzt erstmal vor, dass unsere Zuschauer wissen, was Sie überhaupt so machen. Sehr gerne. Tobias Auinger, 27 Jahre alt, bin vom Beruf Vertriebsassistent, arbeite in Augsburg. Ansonsten bin ich politisch bei der SPD eben aktiv, bin auch hier sehr aktiv bei der Jugendorganisation der SPD, bei den Jusos. Das sind alle Jungmitglieder bis 35 und bin da unter anderem stellvertretender Landesvorsitzender. Jeder kennt irgendwen in seinem Umfeld, der eine Wohnung sucht. Und jetzt würde uns halt interessieren, wie wirkt Ihre Partei der Wohnungsknappheit entgegen? Die Frage freut mich sehr, denn oftmals wird ja gesagt, Wohnungsproblematik, ja, das ist ein Problem von München, von Hamburg, von Großstädten, was aber schlicht und ergreifend, wenn man sich auch die Lage bei uns im Landkreis anschaut, nicht stimmt. Und deswegen danke erstmal für die Frage, die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und wir als SPD haben hier verschiedene Ansätze. Also zum einen, das A und O ist, wir müssen endlich anfangen zu bauen. Wir müssen bauen, 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 bauen. Deswegen war auch die Geschichte der Grünen mit dem Flächenfraß, dieses Volksbegehren hier nur so semi-gut. Also ich bin auch dagegen, dass man alles zubetoniert, wenn man sieht, wie groß Straßen teilweise gebaut werden und das mitten durch die Landschaft, dann finde ich das auch einen zu großen Eingriff und eine zu große Flächenversiegelung. Aber, und das muss uns allen klar sein, wenn wir bauen, und das müssen wir, dann versiegelt man Fläche. Man muss aber halt effizient dann bauen. Also gerade die Nachverdichtung, das heißt also quasi freie Flächen in der Stadt, muss man suchen und hier vor allem dann mehrgeschossig bauen, damit wir hier eben genug Wohnungen haben und das möglichst im sozialen Wohnungsbau. Also dass man hier auch eine Preisbindung drauf hat, dass eben hier dann Mieterinnen und Mieter zu vernünftigen Preisen, die man sich auch noch leisten kann, einziehen können. Und die nächste Sache, die man auch fördern muss, ist meiner Meinung nach genossenschaftliches Bauen. Das heißt, viele Menschen schließen sich oder eine bestimmte Anzahl Menschen schließen sich zusammen zu einer sogenannten Genossenschaft. Und jeder hat Anteile an der Genossenschaft und diese Genossenschaft baut dann. Außerdem haben wir in unserem Wahlprogramm auf Betreiben der Jusos eben auch stehen, dass wir ein Förderprogramm Junges Wohnen brauchen, weil hohe Mieten treffen vor allem junge Menschen und junge Familien, die eben gerade in der Lebensphase vielleicht stecken, wo sie auch nicht so viel Kohle haben. Und dass man eben hier gezielt Fördermöglichkeiten schafft für junge Menschen und für junge Familien, die in ihr erstes Eigenheim ziehen oder eben als Familie sie vergrößern müssen und hier dann da reinziehen. Aber wie gesagt, das A und O ist erstmal, dass man anfängt zu bauen. Sehr viele junge Menschen oder auch dann die Älteren sind auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel angewiesen. Was macht Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr? Das oberste Prinzip, was wir immer anstreben, ist zum ersten der kostenlose Nahverkehr. Dass es eben nichts mehr kostet, dass man mit den Öffentlichen fahren kann. Das ist natürlich auch uns klar, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht. Wir können jetzt dann sagen, also mit dem Brandner oder mit der Reisekutsche können jetzt alle kostenlos fahren. Denn auch hier ergibt sich bei uns in unserem ländlichen Kreis wieder einige Probleme, allein schon vom Takt her. Also ich komme jetzt aus Burgau, das ist jetzt auch nicht gerade so eine kleine Stadt bei uns im Landkreis, aber wenn ich mir anschaue, zu welchen Zeiten und wie oft Busse aus Burgau wegfahren. Ja, also wenn darauf angewiesen wäre, dann würde ich jetzt nicht sonderlich viel aus Burgau rauskommen. Das heißt, wir müssen erstmal schaffen, dass an jeder Haltestelle mindestens stündlich ein Bus oder ein anderes öffentliches Verkehrsmittel hält, um hier auch die Leute mal überhaupt dazu zu bringen, zu sagen, hey, das ist eine echte Alternative zum Auto. Zum anderen, eben die Kostenfreiheit muss das Ziel sein, aber wir versuchen das jetzt in kleinen Schritten zu gehen, deswegen haben wir im Wahlprogramm zum einen, und da bin ich wieder besonders stolz drauf, weil das nämlich auch ein Antrag war, den ich selber geschrieben habe, also man sieht, innerparteiliche Arbeit bringt dann auch was, nämlich ein kostenloses Länderticket für Schülerinnen und Schüler, für Auszubildende und Studierende. Das heißt,
Das gibt es schon, das gibt es in Hessen. Und damit kann man quasi im Gang, das ist ein Ticket, wie ihr das vielleicht für die Schule habt, zum Busfahren. Und das ist eben dann ein Ticket für gerade für junge Menschen, die eben wieder nicht so viel Geld haben in der Regel, weil sie eben noch keine Arbeit nachgeben, dass man hier dann eben kostenlos in ganz Bayern fahren kann. Also man kann, hat dieses Ticket, kann einfach einsteigen und hinfahren, wo man will. Und das sind eben die zwei Sachen. Also schauen, Preise runter, Takt hoch. Ich denke auch, dass da viele Jugendliche gerade das nachvollziehen können, weil die Verbindungen teilweise wirklich katastrophal sind. Ja, meistens geht nach 18 Uhr ja eh oder nach 20 Uhr eh nichts mehr. Das ist ja der absolute Crap. Also wenn du dann mal, was weiß ich, in Münsterhausen wohnst und dann nur auf ein Bier gehen willst nach Grumbach oder im nördlichen Leikers das Pandor Röfingen nach Burgau oder gar nach Günzburg, ja, vergiss es. Du hockst hier auf dein Fahrrad oder das war's halt. Was auch viele Leute in dem Umkreis eben interessiert, gerade weil wir eben in Grundremmingen ein Atomkraftwerk haben. Was ist Ihre Meinung zum Thema Atomkraft? Ich bin ein voller Befürworter des Atomausstiegs. Nach mir könnte die ganze Geschichte noch viel schneller gehen, weil zum einen kriegt man jetzt immer mehr mit, dass sich auch die Vorfälle in Grundremmingen immer mehr häufen. Das ist also dieser Sicherheitsaspekt, den ich aber jetzt nicht allzu hoch hängen würde, was ich viel höher hängen würde, wäre dieser Atomabfall. Und weil die Scheiße, das ist wirklich, die haben wir auf unabsehbare Zeit, also das Zeug strahlt ewig lang. Wir wissen nicht, wo wir das hinstecken sollen. Und wir produzieren jeden Tag, je länger so ein Atomkraftwerk läuft, mehr von der ganzen Geschichte, die eigentlich gesundheitsschädlich hoch 1000 ist. Deswegen muss ich sagen, ja, sehr, sehr gut, dass es jetzt auch so geschieht. Leider gab es zwischendurch eine kleine Episode, dass man da versucht hat, mal wieder das Rad ein bisschen zurückzudrehen und dann den Ausstieg vom Ausstieg. Dann kam ja Fukushima und man hat dann wieder die Rolle rückwärts macht und wieder den Atomausstieg beschlossen. Also wenn man auch beim ersten Kompromiss, den Rot-Grün, sehr, sehr gut verhandelt hat, geblieben wäre, hätte man sich auch ein bisschen Geld gespart und sehr, sehr viel Ärger, weil das, damals hat man die Konzerne, die Stromerzeuger eben da mitgenommen. Jetzt ist es eher etwas mit Klagen verbunden und so weiter. Aber ich bin sehr froh, dass wir den Ausstieg haben und ich bin auch sehr, sehr froh und werde mir wir zur Feier des Tages aufmachen an dem Tag, wenn Grundremmingen dann schließt. Da hätte ich noch eine Nachfrage. Denn wenn wir hier Atomkraftwerke abschalten, dann entstehen ja Lücken und die müssen ja irgendwie gefüllt werden. Also von der Produktion her. Ja, schon, genau. Ja. Wie wollen Sie die füllen? Es gibt hier ja sehr, sehr viele Sachen. Zum einen gibt es ja eben die Windenergie, es gibt Stromgewinnung aus Wasser, Stromgewinnung aus vielen, vielen regenerativen Möglichkeiten. Die Sache ist natürlich die, und das stimmt schon auch, der meiste Wind wird eben oben an der Küste gemacht und der meiste Windenergie. Und wir in Bayern haben jetzt, bis auf den Bodensee, der so gerade nur so zum Fitzelchen nur zu Bayern gehört, jetzt auch nicht besonders viel Wasser vor der Tür, wo es starke Winde auf der Fläche geben kann. Die Sache ist aber die, dafür kann man Stromtrassen bauen. Und gibt es ja auch gute Wege, wie man hier den Strom runterführen wollte. Nur dann kamen dann die großen Gegner dieser Schiene eben und haben das dann etwas torpediert. Und was ich aber eine viel größere Frechheit jetzt auf Bayern bezogen finde, ist diese 10H-Regel. Also das ist, dass man quasi Windkrafträder, also quasi die Beschränkung des Windkraftradbaus, speziell hier in Bayern, die eigentlich sehr, sehr viele Flächen, die man nutzen hätte können, um hier Windräder aufzustellen, einfach rausgenommen hat, aber ausgrund einer politischen Nichtgewolltheit, weil die ja diese Windräder angeblich doch unser schönes bayerisches Landschaftsbild so verschandelt hätten. Ich muss sagen, ich finde so ein Windrad
überhaupt nicht scheußlich. Und wenn man mal aus Bayern rauskommt, ist auch schon davor und mal auch eher Richtung Norden gefahren ist, dann sieht man da ganz viele Windräder, an die sich keiner schwört und auch die örtliche Flora und Fauna auch immer sehr interessant, weil da dann immer zum großen Tierschützer, zur großen Tierschützerin wird. Die stört das auch nicht sonderlich. Also erstmal die 10H-Regel muss zurückgenommen werden, dass man wieder mehr Windenergie bauen kann und gerade an der Effizienz dieser ganzen Geschichte, gerade auch bei der Solaranlagen, muss man auch noch forschen. Aber das ist halt einfach klar, das steckt noch ein bisschen in Anfangsarbeit, aber wenn ich jetzt nicht Fakten schaffe, damit da dann vielleicht auch Gelder frei werden, um hier zu forschen, dann würde es noch viel, viel länger dauern, bis wir hier auf ein vernünftiges Level kommen. Und deswegen, man muss sich dem Problem bewusst sein, vielleicht muss man in der Anfangszeit auch Strom zukaufen. Aber es gibt Mittel und Wege, hier vernünftig diesen Engpass zu füllen und man muss den nur gehen wollen. Es leben eben schon seit vielen Jahrzehnten muslimische Menschen dort in Deutschland und auch durch die Flüchtlinge ist die Zahl der Muslime gestiegen. Was halten Sie von einem spezifisch islamischen Religionsunterricht? Die Sache ist die, man muss sich erstmal fragen, brauchen wir überhaupt Religionsunterricht an unseren Schulen? Das ist natürlich Common Sense und das ist für mich okay. Also ich bin selber römisch-katholisch und hatte mal im katholischen Religionsunterricht und habe den auch immer, ja, natürlich lehrerabhängig wie jedes Fach, aber mal mehr, mal weniger eben genossen. Und da muss ich sagen, solange wir katholischen und evangelischen Religionsunterricht an Schulen haben, sage ich, ist es die Forderung nach einem muslimischen Religionsunterricht nur gerechtfertigt. Die Sache ist aber die, und da setzt es an, das fasst so ein bisschen das auf mit dem lehrerabhängig. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die dann dieses Fach unterrichten, auch nach diesen Qualitätsstandards ablaufen, die wir zurzeit haben in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Und das muss gewährleistet sein, dass die eben hier auch bewusst die Rolle des Staates repräsentieren, weil die werden ja dann meistens auch verbeamtet noch in Bayern und so weiter. Und wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, dass man hier einen Religionsunterricht, der zwar religiös gefärbt ist, aber sich dann doch so neutral verhält wie der christliche Religionsunterricht, dann steht dem nichts entgegen. Die andere Sache ist die, wieso nicht einmal überlegen, ob man nicht nur Ethik unterrichtet. Denn auch in Ethik ist es so, dass hier die Religionen behandelt werden und zusätzlich dazu noch philosophische Sachen, also hier auch dieses geistliche Anreißen und das Geistige anregen. Das fände ich eigentlich fast die schönere Sache, dass man hier Ethikunterricht für alle macht. Im März diesen Jahres hat Ihre Partei und die Grünen im Kreistag einen Antrag für mehr Geld für neue Pflegestellen gestellt. Und die CSU und die Freien Wähler haben diesen Antrag abgelehnt mit der Begründung, dass der Landkreis dafür nicht zuständig ist. Jetzt würde uns interessieren, wie hätten Sie damals abgestimmt und warum? Ich hätte natürlich mit meiner Partei gestimmt, denn dieser Antrag, der ja auch hier fraktionsübergreifend ist, und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass es nicht nur eine Partei ist, ich hätte natürlich für dieses Geld gestimmt. Denn es war jetzt nicht die Riesensumme und natürlich ist der Landkreis gerade auch hier in einer Familien- und Kinderregion und einer Gesundheitsregion und so weiter dann durchaus dafür zuständig zu schauen, dass die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger und das Krankenhauspersonal vernünftig bezahlt werden. Und es ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwelche linken, hochbegeisterten Menschen diesen Antrag sich im Hinterkämmerchen ausgedacht haben, sondern es gab ja ein explizites Beispiel. Und das ist der Landkreis Donau-Ries und die haben das gemacht und die haben das erfolgreich gemacht. Also verstehe ich diesen Geschäftsordnungsantrag damals, der von den Freien Wählern kommen ist und dann von der CSU, der denen wahrscheinlich 100 Steine vom Herzen gefallen sind, dass dieser Geschäftsordnungsantrag kam, dann mitgetragen wurde.
fand ich einfach falsch. Als ich das dann auch gehört habe, habe ich mich nur an den Kopf gelangt und gesagt, jeder rennt rum und sagt, ja, und der Gesundheitssektor, die sind so schlecht bezahlt und die machen doch so eine wichtige Arbeit. Und sich denen dann zu verwehren, diese Arbeit zu honorieren. Und in unserem System läuft es eben über Geld. Dem sich zu verwehren, muss ich sagen, verstehe ich null, verstehe ich bis heute nicht. Mir konnte auch noch keiner erklären, wieso das so ist. Und muss sagen, dass ich das schon als einen mittleren Skandal empfunden habe. Wie finden Sie dann jetzt die Herangehensweise von Jens Spahn, der eben mehr Pflegekräfte schaffen will und auch den Krankenhäusern finanziell unterstützen will? Also tendenziell ist es ja mal sehr gut, dass man das auf dem Schirm hat, dass es hier vor allem auch mehr Personal braucht, weil die Geldgeschichte, wie gesagt, ohne Regel läuft über Geld. Die Sache ist nur die, wenn man sich mit Pflegerinnen und Pflegern unterhält, dann ist es so, dass die meisten sagen, okay, wenn ich mehr Geld kriege, reduziere ich erst um meine Stunden, weil meine Arbeitsbelastung so hoch ist. Dann bin ich quasi auf demselben Geld, muss aber dann habe weniger Belastung. Das heißt, es geht nur über das Personal. Die Sache ist halt nur die, was der Herr Spahn ja vorgeschlagen hat, ist, wir schauen jetzt mal ins Ausland und dann holen wir uns von hier ganz, ganz viele Menschen, die da hier unser quasi die Arbeit, die viele nicht machen wollen, aufgrund zum einen der Bezahlung, aber zum größten Teil auch aufgrund der Belastung, dass die das dann quasi auffangen. Das halte ich jetzt eher so für den falschen Ansatz. Man muss eben schauen, dass es attraktiver wird. Also dass man muss die Umstände, gerade auch im Betreuungsschlüssel, also wie viele Betten, also wie viele Kranke fallen eigentlich auf eine Person, da muss man reingehen und den wieder attraktiv machen. Und dann gibt es sicher auch genug Menschen, die diesen Beruf wieder ausführen wollen und diesen Beruf vor allem wieder ausführen können. Also 100% dann auch in diesem Job arbeiten können, ohne dass sie sich körperlich kaputt machen und mit 50 eigentlich in Rente gehören, weil es überall zwickt und sie auf gut Schwäbisch Zankschaft sind. Also ist für Sie wichtig, dass der Fokus halt darauf gelegt wird, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, statt halt neue Plätze zu schaffen? Oder ist Ihnen beides wichtig? Es ist beides, also beziehungsweise du schaffst eine Attraktivität des Arbeitsplatzes nur, wenn du die Belastung runterfährst und dafür brauchst du neue Stellen. Also das greift, also meiner Meinung nach, das greift so ein bisschen ineinander. Aber der Schritt 1 muss natürlich immer sein, das erstmal attraktiver zu machen. Und dann wollen eben, so ist zumindest meine Auffassung davon, wenn ein Job attraktiv ist, und es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Beruf, weil du für Menschen da bist und wenn dieser Job dann auch noch von den Arbeitsbedingungen her attraktiv ist, dann denke ich, dass da auch wieder genug Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Okay, also wir würden dann zu den spezifischen Fragen übergehen. Also Ihre Partei hatte in den letzten Jahren ja immer eine große Koalition mit der Union. Und jetzt würde uns interessieren, ob Sie denken, dass die SPD es geschafft hat, deren Werte eben umzusetzen. Die Sache ist die, um mal wieder etwas weiter auszuholen. Ich war ein strikter Gegner dieser großen Koalition. Und zwar nicht nur, weil ich eben Juso bin und weil ich stellvertretender Juso-Landesvorsitzender bin und weil ich mit Kevin Kühnert ganz gut kann, sondern aus meiner Überzeugung heraus. Und du hast die Werte angesprochen und ich sehe eben, dass man mit diesem Koalitionspartner gewisse Sachen, die in diesen Wertebereich reingehen, nicht machen kann. Also das fängt bei der Höhe des Mindestlohns an, also ab wann ist es wirklich wertschätzend, ab wann wird Lohn wertschätzend und so weiter. Da gehen die Sachen ganz weit auseinander. Zurzeit muss ich sagen, ist mir auch meine Partei zu leise. Sie schlägt Töne an, gerade auch in der Migrations- und Flüchtlingspolitik, wo ich sagen muss, das sind nicht meine Werte, das sind nicht die Werte, wie ich in die SPD eingetreten bin. Ich bin mit 23 in die SPD rein, also eigentlich relativ spät, gerade also auch von Juso-Sachen her, weil mich die Werte überzeugen. Und wenn ich dann eben höre, dass meine Bundesvorsitzende diesen absoluten Schwachsinnssatz bringt, wir können ja nicht alle aufnehmen, was niemand verlangt hat. Und es will auch, und das meinen immer viele, es will aber auch nicht jeder nach Deutschland. aber das ist mein Denkstand.
Und also zurzeit sehe ich es sehr schwer. Ich sehe die GroKo immer noch als das, wieso ich sie nicht wollte. Meine Partei kommt nicht zum Vorschein, lässt sich zu Scheindebatten hinreißen. Es kommt jetzt immer mehr die Sache, dass man jetzt wieder versucht, selber Themen zu setzen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil da muss die SPD auch wieder hin, weil nur wenn man selber Themen setzt, die einem wichtig sind und vielleicht jetzt auch nicht dem Koalitionspartner immer so ganz angenehm sind. Nur dann kriegen wir wieder ein Profil. Also ich beobachte skeptisch, bin gespannt, wie es jetzt rausgeht, ob das hier eben geschafft wird. Und zurzeit sehe ich es nicht, dass es sich gelohnt hätte, in diese große Koalition zu gehen. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre. Und welche Partei würden Sie sagen, mit der könnten Sie eher, oder könnte man eher die Werte der SPD vereinen? Auf jeden Fall mit den Grünen. Wenn die Grünen auch mal wieder die Kurve kriegen, wenn die Grünen haben jetzt auch, also in letzter Zeit gefallen sie mir wieder besser, anfangs des Landtagswahlkampfs haben sie zum Beispiel explizit eine Koalition mit der CSU nicht ausgeschlossen, wo ich sage, gerade in dieser Zeit, wo die CSU massiv hier Stimmung, meiner Meinung nach Stimmung macht, gegen Geflüchtete und hier den Sheriff in der Flüchtlingspolitik, muss ich sagen, hier muss eine Abgrenzung stattfinden. Und die hat jetzt zum Glück auch stattgefunden. Die Spitzenkandidatin Katja Schulze hat jetzt auch gemeint, ja, mit dieser CSU und mit Markus Söder wollen wir nicht koalieren. Also die, wenn die Grünen auf diesem Kurs bleiben und in unserem Spektrum eben bleiben und nicht hier die Partei der Porsche Cayenne fahrenden Menschen wird, die dann da ihre Kinder vom Kindergarten mit diesem Riesenauto abholen, ist alles okay. Und dann natürlich mit der Linkspartei. Die Sache ist die, aber, und das gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu, die Linkspartei war auf Bundesebene und auch auf Landesebene noch nie in Regierungsverantwortung. Da muss man vielleicht auch ein bisschen reinwachsen. Das hat man auch an den Grünen gesehen, dass die dann damals, 98, auch sehr, sehr gut mit reingewachsen sind. Und deswegen bin ich ein großer Vertreter eben von Rot-Grün. Und wenn es dafür nicht langt, dann für Rot-Rot-Grün. Okay, gehen wir wieder auf etwas also mehr auf unser Landkreis bezogenes Zeug. Am letzten Juli gab es eine Veranstaltung der AfD im Forum in Günzburg, zu dem eben auch Beatrix von Storch geladen war. Was bewegte Sie dazu, eine Gegenveranstaltung unter dem Titel Eiscafé statt AfD zu veranstalten? Da muss ich auch wieder weiter ausholen. Oder beziehungsweise, was hat mich bewegt? Das ist ja die Frage nach dem Vordergrund, das ist die Geschichte, dass vor allem Günzburg hilft, also der Hilfskreis für geflüchtete Menschen hier in Günzburg eben gesehen hat, dass die örtliche AfD hier Beatrix von Storch sich geholt hat, auch eher eine Rechtsaußen der Partei, was auch wieder die Ausrichtung der AfD hier vor Ort ganz klar im rechtsextremen Flügel verortet zeigt oder gezeigt hat. Und Günzburg hilft ist dann eben auf mich zugekommen, weil sie eben wussten, dass ich schon mal über meine Juso-Tätigkeit in Kontakt kommen bin mit so Veranstaltungen, Veranstaltungsanmeldungen. Man muss ja dann beim Landratsamt den Versammlungsleiter melden. Es gibt diverse rechtliche Sachen, die du beachten musst. Und die dann gesagt haben, naja, sie würden mega gern was machen, aber halt einen Versammlungsleiter bräuchten sie noch, der sich halt rechtlich ein bisschen auskennt. Und es sind dann eben auf mich zugekommen und dann habe ich gesagt, okay, ich mache euch den Versammlungsleiter, ich melde den Versammlungsleiter an. Mir war es aber immer wichtig und ich weiß, es ist schwer zu trennen, gerade jetzt in der Zeit vom Wahlkampf und so weiter, aber mir war es immer wichtig, dass ich diese Veranstaltung als Tobias Auinger, überzeugter Kämpfer gegen rechts, anmelde und nicht als Tobias Auinger, SPD-Landtagskandidat. Deswegen habe ich auch diesen Anmeldebogen als Veranstalter jetzt nicht irgendwie SPD-Kreisverband Günzburg oder irgendwas SPD-mäßig, sondern nur Tobias Auinger. Und das hat dann aber hoffentlich auch so gut funktioniert und mich hat das eben bewegt,
zu sagen, ja klar mache ich den Versammlungsleiter, weil es auch wichtig, euch ein Zeichen zu setzen. Also wie ich vorher schon gesagt habe, mit Beatrix von Storch, die ja hier vor allem auf Twitter Sachen raushaut aus der untersten Schublade, muss ich sagen, haben die sich zum einen klar positioniert im rechtsextremen Flügel, zum anderen hier natürlich auch eine Person hervorgehoben, gegen die es gilt aufzustehen. Und deswegen habe ich das eben angemeldet, um hier ein Zeichen zu setzen. Das Zeichen ist wunderbar aufgenommen. Also wer mich an diesem Tag gesehen hat, hat mich nur mit einem Grinsen von hier bis hier gesehen, weil es einfach über 250 Menschen waren, die vor dem Forum, oder beziehungsweise neben dem Forum, weil wir haben das bewusst neben dem Forum angemeldet und nicht davor, weil wir eben nicht Krawall machen wollten, sondern ein Zeichen setzen. Und es war einfach so super, dass so viele Menschen so kurzfristig gekommen sind, weil man muss ja auch sagen, es wurde erst am Donnerstag davor angemeldet. Das heißt, man hatte wenige Tage bloß, um zu mobilisieren. Und das muss ich sagen, da hat Günzburg Hilf Arbeit geleistet, da kann ich nur den Hut davor ziehen, dass sie so viele Menschen dann auch erreicht haben über ihre Kanäle. Und es war einfach wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, und das Zeichen hat wunderbar geklappt. Und ob jetzt die Zahlen vom Impfforum so stimmen, dass da auch 250 bei der Beatrix von Storch waren, ist zum einen eigentlich sowas von wurscht. Zum anderen habe ich aber so gehört im Gespräch danach mit Polizisten und Polizisten, dass im Forum nur 140 Menschen waren. Und wenn das die realen Zahlen sind und wir 100 Leute mehr waren, dann hat es sich 1000-mal gelohnt, das zu machen, weil dann haben wir gezeigt, Günzburg ist bunt. Ich fand übrigens auch diese Plakate, die um das Forum rumhingen von den Anwohnerinnen und Anwohnern, die eben hier auch klare Positionen gegen diese Menschenverachtung gesetzt haben, fand ich einfach nur super. Ihr seht vielleicht jetzt, allein wenn ich daran zurückdenke, denke ich, boah, es war in letzter Zeit das schönste Erlebnis für mich, so viele Menschen zu sehen, die mit einem hier, die müssen nicht in der SPD sein, aber die haben ein gleiches Werteverständnis und setzen eben denen, die unseren Werten bedrohen, denen setzen sie was entgegen und gehen auch an einem Tag, an dem es wettermäßig eher dann so semi aussah und eine Stunde später hat es dann ja auch regnet, sagen die, und auch wenn es regnet, ich gehe da raus, ich will ein Zeichen setzen, ich gehe da hin, und es war einfach, ja, grandios, war super. Also war die Veranstaltung für Sie erfolgreich und also sie war auch, genau, also die war ein voller Erfolg, mehr als ich mir erwartet hatte. Naja, kleine Insider-Info. Ich hatte nur 40 Leute angemeldet, weil ich mir dachte, hey, das ist eh so kurzfristig und mit 40, das wäre schon mal ein guter Anfang. Und wie gesagt, und dann kamen fünfmal so viele Leute. Also auch ein Dank nochmal hier an die Polizei, dass die das alles so gelassen hinkommen. Ich sagte, ja, das sind so eine 40, ja, Eugen, wie sieht es denn aus, haben es nur zwei Ordner? Ja, da, okay, dann passt das auch auflagentechnisch. Also voller Erfolg rundherum, viele Menschen, angenehme Stimmung, friedlich, aber klar, mit vielen guten Redebeiträgen von vielen Bürgerinnen und Bürgern, weil wir haben das ja so gemacht, dass jede oder jeder, die sprechen wollten, auch ins Mikrofon kommen wollten. Und das war auch ein schönes Erlebnis, dass dann eben Leute aus der Menge gekommen sind und hier auch nochmal ihre Positionen kundgetan haben, weil ich mir gedacht habe, danke, dass es dich gibt. Lieber Mensch, der hier genau das vertritt, was mir auf der Seele brennt, weil zur Zeit, wenn man sich politisch beschäftigt, ist es dann doch manchmal traurig, dann ist das einfach ein riesengroßer Lichtblick, der mir auch viel Hoffnung gemacht hat, aber auch viel Kraft gibt, eben mich klar gegen diese menschenverachtenden Einstellungen der AfD zu stellen. Sie beschäftigen sich ja auch sehr mit Bildungsfragen. Deshalb würde uns interessieren, was denken Sie über das G8 und das G9? Ich bin generell ein Freund davon, wenn man Kindern und Jugendlichen die Zeit zum Lernen gibt, die sie brauchen. Die Geschichte mit dem G8 war ja deswegen, weil, hey, da kommen die ja früher aus der Schule, somit auch ein Jahr früher an die Uni und dann ein Jahr früher an den Arbeitsmarkt. Dass das der falsche Weg ist, haben Ärzte, das klingt jetzt so ein bisschen neu mehr klug, aber hat man damals eigentlich auch schon gesagt, dazu wie das G8 umgesetzt wurde. Das G8 war ja eigentlich eine verkappte Ganztagsschule, nur eine Ganztagsschule. Das heißt, du hattest den Stress einer Ganztagsschule an einer Nicht-Ganztagsschule nicht sonderlich förderlich.
Und deswegen war jetzt die Rückkehr zum G9 vollkommen richtig und wieder der logische Schluss. Und die Sache ist nur die, dass man das jetzt meiner Meinung nach wieder etwas überstürzt bzw. ohne größeren Plan gemacht hat. Also es gibt hier auch noch Bedarf, um da etwas nachzufeilen. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ich ein Schulfach einführe, wo man lernt, wie man seine Steuererklärung macht oder irgendwie solche Hirngespinste, die da immer wieder durch die Medien geistern. Es geht mal generell darum zu schauen, hey, wie wollen wir Schule gestalten? Was sollen, also man muss meiner Meinung nach mal wieder die Grundsatzdiskussion führen, also was sollen Schülerinnen und Schüler, die Bildungsabschluss XY haben, denn an ihrer Schule mit, in ihrer Schulaufbahn mitkriegen und danach jetzt dann das Bildungssystem zu gestalten. Und da ist dann eben nicht nur G8, G9, sondern auch die Frage, wie lang lernen Kinder zusammen und so weiter. Also meiner Meinung nach ist der Cut nach der 4. Klasse zu früh. Also ich war einer, der sich relativ schnell entwickelt hat. Man mag es auch nicht meinen, trotzdem in 1,61 war ich bis zur 9. Klasse immer einer der Größten, weil hormonell, keine Ahnung, ich da etwas voran war und dann gestoppt habe. Und so gab es aber halt auch Leute, die dann vielleicht dann noch nicht so weit waren. Also man muss Kindern und Jugendlichen die Zeit zum Lernen geben und zum Lernen einräumen, die sie brauchen. Und da ist dann mehr tendenziell eher besser, als die Kinder quasi wie beim Almabtrieb durch das durch ihre Schulaufbahn zu treiben. Also ich würde sagen, das war ein ziemlich guter Abschluss. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für das Interview und dass Sie hierher gekommen sind. Ich bedanke mich für das schöne Format, für eure sehr guten Fragen und genau, Dankeschön für euer Engagement.